Hallo, heute seid ihr wieder in meiner Küche und heute wird's gebacken. Und zwar heute backen wir eine Erdbeer-Rhabarber-Torte. Draußen ist schön, draußen ist warm und teilweise heiß, deswegen backen wir heute eine sommerliche Torte, die super erfrischend und super lecker ist. Für den Biskuitboden brauchen wir 140 Gramm weiße Kuvertüre, 75 Gramm Butter, 6 Eier, 180 Gramm Zucker, 100 Gramm Mehl, 50 Gramm Speisestärke und 2 Teelöffel Backpulver. Die Kuvertüre mit Butter im warmen Wasserbad schmelzen. Danach die Eigelbe mit Zucker schaumig rühren. Als nächstes geben wir Kuvertüre und Butter hinzu. Mehl, Stärke und Backpulver darüber sieden. Die Eiweiße zu steifem Schnee schlagen. Zum Schluss vorsichtig die Eiweiße unterrühren. Den fertigen Teig füllen wir in die Backform und den Backofen stellen wir auf 175 Grad. Im vorgeheizten Backofen bei 175 Grad ca. 40 bis 45 Minuten backen. Den Rhabarber schälen, in kleine Stücke schneiden und mit etwas Zucker bestreuen, damit der Saft zieht. Das Ganze in einem Topf leicht ankochen. Die Speisestärke in etwas Wasser auflösen und den Rhabarber rühren, bis dieser etwas eingedickt ist. Danach abkühlen lassen. Sahne mit Zucker und mit Vanillezucker steif schlagen. Den abgekühlten Boden schneiden wir zweimal waagerecht, sodass drei Böden entstehen. Jetzt kann man die Torte aufbauen. Die Erdbeeren waschen und in kleine Stücken schneiden.
So sieht unsere fertige Torte aus.